Jo, was geht, meine Freunde? Selvi wieder am Start. Heute mal wieder mit GTA 5 Online. Und zwar kein Wallbridge, kein Glitch oder sonst irgendwas. Und zwar habe ich eine nette Info für euch. Und zwar hat Rockstar Games ein paar Infos rausgehauen, dass wir uns die nächste Zeit mal auf etwas freuen können. Und zwar wird es nach langer Zeit mal wieder ein Update geben. Und ich muss sagen, ist jetzt kein großes Update, aber ich bin richtig gespannt. Und zwar soll es Stuntrennen geben. Ja, richtig geil, ne? Stuntrennen. Ich blende euch hier mal kurz ein Bild ein. Dann könnt ihr sehen, auf uns wartet was richtig, richtig Geiles. Als ich so das Bild gesehen habe, ich dachte mir, oh mein Gott, wie geil. Und es ist ja nicht mal alles, ne? Es soll ja auch noch eine Ausarbeitung des VIP-Statuses geben. Und dort habe ich auch ein Bild, blende ich euch auch kurz ein. Und man sieht, dass es was mit den PCs zu tun hat. Und meine Vermutung ist, in dem Planungsraum von, wo man die Heists planen kann, im Apartment, ist ja ein Platz mit zwei Bildschirmen, also wo ein PC steht. Ich kann mir da gut vorstellen, dass es ja damit was zu tun hat, dass wir dort auch Aufträge ausführen können. Zum Beispiel, was weiß ich, Drogen von A nach B schmuggeln oder was, keine Ahnung. Wir können auf jeden Fall gespannt drauf sein, was Rockstar Games uns so schönes herzaubert. Auf jeden Fall bin ich echt mal gespannt. Und wenn ihr mal auf Interaktionsmenü geht, dann auf Markierungen ausblenden, dann mal auf Jobs geht. Ich glaube, es heißt Markierung ausblenden. Ja, Markierung ausblenden, dann auf Jobs, dann geht man mal nach ganz unten. Dann seht ihr, Stuntrennen ist schon eingefügt dort. Ich denke mal, es ist mit dem letzten Update dazugekommen. Und jetzt bei dem nächsten Update wird es halt dann die Stuntrennen geben. Und auch beim Social Club ist mir das schon aufgefallen, dass man dort auch schon Stuntrennen auswählen kann. Es gibt zwar noch keine Stuntrennen, aber die Option ist auf dem Social Club schon vorhanden. Und ich finde es einfach nur geil. Als ich das Bild gesehen habe, ey, ich habe mich so gefreut. Oder ich freue mich immer noch, bis das kommt, weil ich stehe ja total auf Rennen bei GTA und auch auf Stuntrennen, also gerade mit Wallride und Looping und so weiter. Aber dieses Bild zeigt, dass da auch neue Elemente dazukommen. Und ja, einfach nur geil. Dann würde ich sagen, wenn ihr euch auch so drauf freut wie ich, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut's rein, macht's gut und ciao, ciao.